Hallo, mein Name ist Matthias Marquardt. Ich bin Laufexperte und Autor der Laufbibel. Ich möchte euch in diesem Film alles über das innere Schienbeinkantensyndrom erklären. Dafür haben wir Nathalie zu Gast, die seit einigen Monaten unter diesen Beschwerden leidet. Was es damit auf sich hat, wollen wir jetzt herausfinden. Nathalie, nimm doch schon einmal Platz, bitte. Nathalie, warum bist du zu mir gekommen? Ich habe Schmerzen in meiner Schienbeinkante seit längerem. Du bist ja Läuferin. Wie viele Kilometer machst du denn so etwa pro Woche? Ich komme so auf 30 bis 50 Kilometer die Woche. Okay. Und diese Beschwerden, kamen die ganz plötzlich nach einer hohen Trainingsbelastung oder kam das so peu à peu, schlich sich dieser Schmerzenstraining an? Es kam sehr schleichend. Also ich habe es kaum gemerkt und dann wurde es dann tatsächlich immer mehr und doller. Okay. Und wenn wir jetzt eine Trainingseinheit betrachten, wenn du ein paar Tage pausiert hast und dann wieder anfängst, ist der Schmerz dann sofort da oder ist der anfangs da und wird beim Training weniger? Wie verhält sich das? Also nach den ersten paar Schritten fängt der Schmerz schon an. Mhm. Ich warte dann natürlich, lauf weiter und dann wird es weniger. Aber es ist permanent da, ja. Und es kommt dann nach dem Training heftiger? Auf jeden Fall, ja. Okay. Nathalie schildert hier typische Beschwerden eines medialen oder inneren Schienbeinkantensyndroms. Die Schmerzen beginnen meist schleichend und werden über den Trainingsverlauf langsam mehr. Die Schmerzen sind an der Schienbeininnenkante und wenn man dort drauf drückt, tut es sehr stark weh. Zu Beginn ist es meist so, dass die Schmerzen in einer Lauftrainingseinheit erstmal weniger werden, danach aber umso kräftiger zurückkehren. In fortgeschrittenen Stadien ist Laufen mitunter gar nicht mehr möglich. Was genau schmerzt bei einem medialen Schienbeinkantensyndrom? Dies ist die Knochenhaut, die jeden Knochen umhüllt und in der die Muskulatur verankert ist. In diesem Fall ist der hintere Schienbeinmuskel, der sich etwa hier befindet, in der Knochenhaut verankert und läuft dann mit seiner Sehne um den Innenknöchel herum hier in das Fußlängsgewölbe. Wenn der Fuß eine Schwäche der Muskulatur hat, dann senkt sich genau dieses Fußlängsgewölbe gerne ab. Und wenn dann bei jedem Schritt der Anheftungspunkt des hinteren Schienbeinmuskels absinkt, dann wird der Muskel übermäßig gedehnt. Und so kommt es zur Überlastung der Muskulatur in ihrem Ursprungsgebiet und zu den Schmerzen in diesem Bereich. Wenn das Ganze besonders heftig wird, dann kann es sogar zu Einblutungen im Bereich der Knochenhaut kommen. Und bei ignorierten Beschwerden und fortgesetztem Training kann daraus sogar eine Stressfraktur entstehen. Man darf sagen, dass das mediale Schienbeinkantensyndrom durchaus eine häufige Sportverletzung ist. Etwa 10% der in einer sportmedizinischen Praxis gesehenen Verletzungen entfallen auf diesen Bereich. Wer ist davon besonders häufig betroffen? Frauen etwas häufiger als Männer, besonders Laufsportarten, aber auch Feldsportarten. Bezüglich der Fehlstellungen sind besonders abgeflachte Fußgewölbe und X-Beine besonders zu nennen. Was bei Nathalie die Ursache ist, wollen wir jetzt in der Untersuchung herausfinden. Auch wenn es sich bei dem medialen Schienbeinkantensyndrom um einen Schmerz im Bereich des Unterschenkels handelt, ist es unabdingbar, die gesamte Gelenkkette zu untersuchen. Also die Beweglichkeit des Hüftgelenkes, genauso wie die Beweglichkeit des Kniegelenkes. Denn Fehlstellungen im Bereich des Fußgelenkes können genauso gut ausgelöst werden durch Fehlrotationen in der Hüfte. In diesem Fall bewegt sich das alles normal, der Fuß ist recht beweglich. Und der typische Schmerz bei einem medialen Schienbeinkantensyndrom ist hier die Kante hinauf. Hier merke ich schon leichte Verhärtungen und hier ist ein deutlicher Schmerz für die Patientin spürbar. Auf der anderen Seite haben wir das gleiche Problem. Entscheidend wird jetzt sein, wie steht der Fuß unter Belastung. Das werden wir jetzt noch einmal in der Analyse ansehen und dann im weiteren Verlauf in der Fußdruckmessung und der Bewegungsanalyse. Wenn ich die Stellung von Beinachse und Fuß beurteile, dann erkenne ich eine leichte X-Beinstellung mit nach innen weisenden Kniescheiben. Dies entsteht unter anderem durch das abgeflachte Fußlängsgewölbe und so ist schon an diesem Punkt erklärlich, warum der hintere Schienbeinmuskel überlastet wird. Wir werden jetzt bei Nathalie eine Ultraschalluntersuchung der Schienbeinkante durchführen. Man kann dort zwar nicht den Knochen beurteilen und keine Stressfrakturen sehen. Darum geht es hier jetzt auch nicht. Es geht darum, inwieweit ist die Knochenhaut hier in Mitleidenschaft gezogen, die durch den muskulären Zug überlastet wurde. Und wir sehen hier die Schienbeinkante deutlich und die Muskeln, die dort ansetzen. Das sieht alles ganz zart aus. Hier oben allerdings, relativ weit oben gelegen, sehen wir eine deutlich verdickte, aufgequollene Knochenhaut.
Das können teilweise auch mal kleine Einblutungen sein, die sich dort bilden, wenn die Knochenhaut massiv überlastet wird bei Sportlern. Und so ist auch hier dieses Problem immer noch hochakut und wir müssen herausfinden, woran das liegt. Deshalb werden wir jetzt eine Fußdruckmessung und Bewegungsanalyse durchführen. Mit der elektronischen Fußdruckmessung können wir die Druckverteilung unter Nathalies Fußsohle aufzeichnen. So können wir Fußfehlstellungen wie einen Knicksenkfuß, der oftmals ursächlich für ein mediales Schienbeinkantensyndrom ist, aufzeichnen. Um mögliche Auswirkungen der Becken- und Beinachsenstellung auf Nathalies Fußfehlstellung feststellen zu können, markieren wir für die Bewegungsanalyse Fußgelenke, Kniegelenke und Hüftgelenke. Die Knochenhautentzündung beim medialen Schienbeinkantensyndrom wird mit radiärer und fokussierter Stoßwellentherapie, mit einer Laseranwendung sowie mit Eigenblutspritzen und Tapeverbänden behandelt. Nathalie, wir haben jetzt alles untersucht in der Bewegungsanalyse und müssen als erstes auf die Schuh- und Einlagenversorgung zu sprechen kommen. Wir wissen, dass du einen Knicksenkfuß hast. Das heißt, dein Fußgewölbe flacht tatsächlich ab in der Belastung und es kommt dadurch zu der vorhin besprochenen Mehrbelastung des hinteren Schienbeinmuskels. Das müssen wir ändern und dafür brauchen wir einen Schuh, der an der Innenseite härter gearbeitet ist als an der Außenseite, damit diese Einwärtsbewegung gehemmt wird. Bei deinem alten Schuh war dies mit einer leichten Stütze der Fall. Du hast einen neuen Schuh schon besorgt, der hat allerdings einen neutralen Sohlenaufbau. Und ich glaube, dass du hier mehr Unterstützung brauchst. Was positiv ist an diesem Schuh ist, dass er eine Erhöhung hinten von etwa 10 mm der Ferse gegenüber dem Vorfuß hat. Das ist eine Entlastung für den hinteren Schienbeinmuskel und das würde ich zunächst auch so belassen. Wir brauchen allerdings sicherlich eine andere Einlagenversorgung als die, die du im Moment hast. Man kann diese Längsgewölbestütze in diesem Bereich sicherlich etwas eleganter und punktueller und vor allem mit einem Material ausarbeiten, was im Laufschuh für dich verträglicher ist. Du hast mir auch schon berichtet, dass du damit nicht gut zurechtkamst. Solche Spezialanfertigungen sind eine therapeutische Herausforderung. Man muss tatsächlich sehen, dass das für den Läufer dann im Schuh auch funktioniert. Wenn man nur leichte Beschwerden hat, kann man solche Einlegesohlen verwenden, die nur die Aufgabe haben, den Kraftschluss zwischen Fuß und Schuh zu verbessern. Bei dir werden wir allerdings eine Spezialanfertigung brauchen. So viel zum Thema Schuh- und Einlagenversorgung. Das Training wird bei dir bedeuten, dass du an der Lauftechnik arbeiten musst. Wir sehen hier in der Laufbibel die Möglichkeit, den Stil von so einem Fersenlaufstil hin zum Mittelfußlaufstil zu entwickeln. Das darf aber keinesfalls zu schnell gehen, weil sonst die Federarbeit der Wadenmuskulatur den hinteren Schienbeinmuskel weiter überlastet. Was wir bei dir unbedingt brauchen, ist ein Training der Fußmuskulatur und ein Training der beinachsenstabilisierenden Muskulatur. Du tendierst nämlich zusätzlich in ein X-Bein und wenn das X-Bein den Fuß auf der Innenkante noch mehr belastet, wird das Problem noch größer. Also einige Dinge, die hier ineinander greifen. Die Frage aller Fragen, wird das wieder gut? Ja, bei Freizeitläufern lässt sich dieses Problem sehr gut kontrollieren. Mit der richtigen Schuh- und Einlagenversorgung ist hier schnell eine Besserung zu erreichen. Mitunter ist bei Leistungssportlern der Schmerz durchaus schwer zu therapieren. Es sind dann Maßnahmen wie Stoßwellentherapie, Physiotherapie, Tapeverbände, Laseranwendungen erforderlich, um Schmerzfreiheit zu erreichen. Aber gerade in solchen Fällen ist dann das stabilisierende Training wichtig. Also das Aufbauen der Fuß- und Unterschenkelmuskulatur und das Verbessern der Beinachsenstabilität. Dies ist der Schlüssel zum Erfolg. Und diese Dinge zeigen wir euch jetzt in der Sporttherapie. Durch das sehr straffe Wickeln eines Flossingbandes kommt es zur Kompression der schmerzenden Wadenmuskulatur. Es werden im weiteren Verlauf durch das Wadenheben die Faszien zueinander verschoben und Verklebungen gelöst. Durch das darauf folgende Lösen des Flossingbandes
kommt es zu einer starken Mehrdurchblutung der schmerzenden Wadenmuskulatur und der Knochenhaut, was die Heilung fördert. Durch den Zehen- und Hackenstand auf dem Stabilisationstrainer wird die Fuß- und Unterschenkelmuskulatur intensiv gekräftigt. Es werden 10 Zehen- und Hackenstände nacheinander pro Bein durchgeführt und insgesamt 3 Serien trainiert. Mit dem Faszienball können punktuelle Verspannungen der hinteren Schienbeinmuskulatur durch kreisende Bewegungen gelöst werden. 10-maliges Vor- und Zurückrollen oder 10-maliges Kreisen auf dem Schmerzpunkt helfen, um die Beschwerden zu lindern. Sie trainieren die vordere Schienbeinmuskulatur, indem Sie die Zehen gegen den Widerstand des Therabandes in Richtung Nase ziehen. 3x 20 Wiederholungen stellen hier ein effektives Training dar. Durch dieses Training wird die hintere Schienbeinmuskulatur entspannt. Mit der Faszienrolle können die Wadenmuskulatur und damit auch der hintere Schienbeinmuskel gelockert und entspannt werden. Üblicherweise wird 10-mal auf dem Muskel vor- und zurückgerollt. Die einfachste Übungsdurchführung ist die Durchführung nur auf einer Wade. Eine Steigerung ist durch das gleichzeitige Rollen beider Waden möglich. Die intensivste Therapie stellt das Rollen der Wade mit übereinander geschlagenen Beinen dar. Durch die Gewichtsverlagerung nach vorne, die bei der tiefen Hocke zum Erlangen des Gleichgewichtes notwendig ist, wird das obere Sprunggelenk mobilisiert und die tiefe Wadenmuskulatur gedehnt. Sie können diese Übung gerne über mehrere Minuten halten. Die Wadenmuskulatur wird gedehnt, indem ein langer Ausfallschritt nach hinten gemacht wird. Die Fußlängsachse zeigt dabei gerade nach vorne, das Knie bleibt gestreckt und bei auf den Boden gedrückter Ferse wird die Hüfte leicht nach vorne geschoben. Diese Position wird 20 Sekunden gehalten. Zum Dehnen der tiefen Wadenmuskulatur wird ein kürzerer Ausfallschritt nach hinten gemacht. Auch hier zeigt die Fußlängsachse nach vorne. Die Dehnung wird durch eine tiefe Beugung im Kniegelenk erzeugt. Auch diese Übung sollten Sie 20 Sekunden halten. Beim Fußzirkel werden durch den Zehenlauf, den Fersenlauf sowie das Laufen auf der Fußinnen- und Außenseite die Fuß- und Unterschenkelmuskeln ideal gekräftigt. Die Übung sollte auf einem natürlichen Belag wie Rasen oder Sand durchgeführt werden. Das exzentrische Wadenkrafttraining dient zur Kräftigung der Wadenmuskulatur und zur Entspannung der Muskeln und Faszien gleichermaßen. Aus dem Hochzehenstand wird das Fersenbein langsam herabgelassen, um die Muskulatur exzentrisch zu belasten. Die Übung wird am untersten Punkt, wo die volle Wadendehnung spürbar ist, für etwa 2 Sekunden gehalten, bevor man sich wieder in den Hochzehenstand hochdrückt. 3x 15 Wiederholungen sind bei dieser Art von Beschwerden ausreichend. Das war unser Film zum Thema mediales Schienbeinkantensyndrom. Bei Nathalie konnte man deutlich sehen, wie Fußfehlstellungen zur Überlastung der inneren Schienbeinkante führen können. Was könnt ihr tun, damit ihr nicht erwischt werdet? Achtet auf ein regelmäßiges Barfußtraining, um eure Fußmuskeln zu kräftigen. Die richtige Anpassung von Schuh- und Einlagenversorgung ist außerdem entscheidend. Und jeder Trainer weiß, dass zu schnelle Umfangsteigerungen gerne zu Schienbeinkantensyndromen führen. Also vorsichtig steigern. Wir haben noch 9 weitere Filme gedreht zu den wichtigsten Laufverletzungen. Schaut sie euch gerne an und empfehlt uns weiter bei euren Laufkollegen.